So, jetzt erholen von den Strapazen, von der Landtagswahl in Salzburg. Entschuldigung, Frau Bertolt, OF Salzburg, ich möchte Ihnen schnell eine Frage stellen. Haben Sie schon recht Angst vor der Wahl am Sonntag, was passiert? Na, Entschuldigung, jetzt nicht ein Interview, jetzt bin ich in der privaten Freizeit. Ja. Kommen Sie später, nicht jetzt, ich tue gleich klettern, wie Sie vielleicht sehen. Aber ein Pressesprecher hat gesagt, die könnte einen Termin haben, bald einen Termin, hat gesagt. Bald einen Termin, da haben Sie sich verheert, da hat es nicht geheißen, dass Sie bald einen Termin haben, sondern beim Baldern nicht stören. Beim Baldern habe ich mir gedacht, das... Nein, nicht beim Baldern. Ich habe jetzt eine Kacke gekauft. Nein, Fall tut es mir leid. So, grüß dich. Du bist ja Mitglied von der sogenannten Dirndl-Koalition. Glaubst du, es gibt eine Fortsetzung? Ja, wir trachten schon danach, dass die Dirndl-Koalition fortgesetzt wurde. Aber die Form von den Dirndln, das sucht sich halt dann doch der Haslauer selber aus, gell? Das ist das. Ja, die Salzburger werden sich gewöhnen müssen. Wie bitte, wie bitte? Sie werden gewöhnen müssen, dass wir Kommunisten einziehen in Landtag. Wieso habt ihr da eine Säge wo Wohnen umsteht. Sag einmal. Du hast gesagt, du hast Säge wohnen, hast du gesagt. Nein, ich hab nicht Säge, sich gewöhnen. Nein. Ich hab versucht, Deutsch zu reden. Säge wohnen. Nein, jetzt haben wir schon Säge, wo Wohnen oben steht. Das nutzen wir jetzt als neues Trademark. Mit Hilfe dieser Säge wohnen werden wir in Landtag einziehen, sicherlich. Man, voll die spannende Wahl haben wir heuer und da stellt sich natürlich auch die Frage, geht's am Ende überraschenderweise vielleicht da ganz nach links rum? Ja, das weiß ich überhaupt noch nicht, ob sich das ausgewirrt. Wir haben ja die Mitgliederbefragung in der SPÖ erst und wenn's läuft, dann läuft's. Ja, es kann wer links sein, aber wer rechts, aber nicht die Randy Wagner. Da, diese SPÖ ist peinlich, da setz ich hin. Ja, setz ich hin. Sofort. Da setz ich hin. Die SPÖ mit ihrer dummen Obmann-Obfrau-Debatte. Wir. In der FPÖ, wir haben keine Obmann-Obfrau-Debatte, wir haben einen Obmann, Kickl, und der bleibt. Entschuldigung, Herr Kickl, haben Sie nicht Angst, sollte die Frau Swarczyk bei der Landtagswahl Salzburg sehr erfolgreich sein, dass sie an ihrem Obmannstuhl sägen könnte? Na, die einzige Angst, die was an Kickl Herbert umtreibt, das war, dass er immer glaubt, das wird ihm wer vergiften, gell? Und deshalb habe ich eine Vorkosterin. So. Ja, gut. Passt, sehr gut. Ich habe Angst vor Bazillen, darum nehme ich das eigene Glas. Da. Ja. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass ich die eigentlich vergiften konnte? Aber ich will eh nicht in deine Fußstapfen treten. Was? Du willst in meine Fußstapfen treten? Als Landeshauptmann willst du werden, oder was? Na, vielleicht eher, ja. Sollte ich dann auch mal in den Wahlkampf beginnen. Ja, man verkennt mich nicht gleich. Ich bin jetzt der Landeshauptmann Haslauer, sagt Hasi. Wir haben ein Vorbild. Nummer ÖVP Kärnten, da hat es den Gruber gegeben, der ist als Gruber gegangen worden, recht erfolgreich. So, ich war jetzt der fützige Landeshauptmann. Da nimmst du die Ohren und wälzt mich bei. Ja, so macht der Haslauer als Hasi einen Wahlkampf. Ich will mich ja nicht blamieren bei der Wahl. Gut. Karl Masche, Robert Stachel und Peter Hörmannseder, vielen Dank, die Herren. Ja, das war er jetzt, der Maschek-Beitrag dieser Woche. Die einen sagen, das war super, die anderen schaß. So ist es halt. Wie beim Fußball, man kann es nicht allen recht machen. Aber Sie können abonnieren. Jede Woche gibt es dann ein neues Video. Glocke aktivieren, auch nie verkehrt. Kommentar da lassen, liken. Bis zur nächsten Woche.